Und ein weiterer verregneter Tag in der Welt von Harvest Moon. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Light of Hope, Licht der Hoffnung. Oh, das liebe ich. Danke, danke, danke. Bitte. Was haben wir denn heute für eine Quest? Von Dean. Don't have enough. Okay, er hat eine große Bestellung bezüglich Blumen bekommen. Eine große Blumenbestellung, aber er hat leider nicht genug Dünger. Okay, und er hat all seinen Dünger schon für irgendwelche Forschungen verbraucht. Tut mir leid, aber kannst du mir helfen? Natürlich. Wie viel brauchst du denn? 30 Mal Dünger. Na gut, dann machen wir das mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun, als irgendwelchen anderen Dorfbewohnern in Not zu helfen. Das ist der Shit, den wir machen. Oh. Lecker. So, Leute. Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir brauchen ganz dringend mal ein bisschen Geld. Oder wie denkt ihr darüber? Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Und wir könnten mal mit der Hauptstory weitermachen. Und damit meine ich, dass wir eigentlich mal zur Erdegöttin gehen können. Und uns beraten können, wie wir die magische Magie in diese Steinplatte hineinkriegen. Das wäre nämlich auch noch interessant zu wissen. Wir gucken. Ihr fresst ja noch. Ach nein, ist auch gar nicht so durch. Ups. Wie wollte ich eigentlich nochmal heiraten? Dean vielleicht? Ich überlege gerade. Ich habe nämlich irgendwie, mir fällt nämlich gerade auf, dass ich das alles gerade so ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Ich hätte vielleicht mich mehr mit meinen potenziellen zukünftigen Heiratskandidaten mal auseinandersetzen. Das habe ich ganz vergessen, dass man sowas auch noch machen kann. Ups. Ja, ich bin irgendwie da. Ich weiß nicht, ich habe es einfach vergessen. Hätte ich mich jetzt letzten Tage, Wochen mehr drum kümmern sollen. Upsi. Naja, mache ich jetzt wieder ein bisschen mehr. So Zeug verschenken und so. Ja. So. Was macht denn ihr hier? Gruppen kuscheln. Und so. Bitteschön. Mir fällt mir jetzt gerade auf. Was mir jetzt sicherlich sehr spät auffällt. Aber wenn man irgendwo zu nah rangeht, da kommen so Blätter. Und ich glaube, diese Blätter deuten sowas wie einen Pfeil an. Das ist so ein stilisierter Blätterpfeil sein soll. Das ist so zwei kleine Blätter, die aus dem Boden sprießen und gleichzeitig einen Art Pfeil nach unten bilden. So wie er hier. Da kannst du Futter reintun. Hier. Das ist stilistisch sehr interessant und witzig gelöst von den Harvest Moon-Machern. Man wird leider wenn ich das auf mich beziehe, leider nicht sofort erkannt. Was sehr schade ist, da es doch eigentlich sehr eindeutig zu sein scheint. Und die meisten von euch fragen sich jetzt bestimmt, hey, was labert die wahnsinnige Dame? Vergesst es einfach, denn wir gehen jetzt zu einer Göttin. Und gucken mal, was sie jetzt dazu zu sagen haben. Wie wir jetzt diese Magie in diese Steinplatte kriegen. Wie wir dann diese Kopie dadurch quasi, naja, wie zum Original machen können. Genau, das gucken wir jetzt nach. Wie komme ich denn nochmal überhaupt hoch? Ich laufe gerade irgendwie und hoffe das Beste. So, fangen wir mal an. Ah, spektakulär, Junge. Das ist in der Tat die letzte Steinplatte. Nur ein Problem. Ich kann kein kleines winziges Stückchen Magie davon wahrnehmen. Maybe useless for your needs, but worry not, for I will be glad to take it off your hands. Okay, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ich glaube, der Harvestgott wird sich darum kümmern. Oh, lieber Harvestgott, Erntegott, du bist so witzig. If you want a new pillow so badly, I can lend you my lap, you know. Wieder Witze, weil der Erntegott anscheinend immer so mega müde ist und anscheinend ein neues Kissen haben möchte. Ah,
Ist das so? Naja, ja, ja, sehr witzig. Ja, ja, ja. Ich will wissen, wie es weitergeht, Leute. Auch hier rumzuflirten. Das ist ganz komisch. Ich frage mich, was da abgeht. Es sieht aus, als hätten sie eine ernsthafte Unterhaltung. Sollte ich am besten einfach gehen? Ah, hier ist eine Lösung für das Problem. Erinnerst du dich daran, was Doc gesagt hat? Für das sind es 6 Create. Wenn es nicht existiert, kreiere es einfach. Wenn es keine Power hat, fügen wir sie einfach hinzu. Das macht Sinn. Okay, okay. Es wird nicht wehtun, es einfach mal zu probieren. Versuchen kostet nichts. Lass es uns versuchen. Los. Oh, jetzt geht's los. Oh, das ging daneben. Es scheint, unsere Magie allein ist nicht genug. Wir haben nicht genug Energie. Wir brauchen auch Georgian. Der TC George, hat er eben Georgian gesagt? Oh mein Gott, was soll ich noch tun? Oh, sieh an. Geben nicht so schnell auf. Auch ohne Georgians Kraft. Feindball. Auch ohne Georgians Kraft. Sieht die Stadtplatte so aus, als hätte sie ein bisschen Energie aufgenommen, oder? Oh, du hast recht. Ah, ich sehe. Ich verstehe. Diese Reaktion. It means that somebody kind of unwell is nearby. Which means... Okay, irgendwie gibt es eine Reaktion. Was bedeutet, dass irgendjemand aus der Unterwelt hier in der Nähe ist? Bist du hier, oder? Du bist hier. Komm raus. Wie auch immer, Yumi, why is that you show signs of being a kind of Underworld King? Please, wollt ihr mein Talent aus? Okay, wir spüren Energie von dem Unterweltkönig. Und diese Energie kommt anscheinend, wie es aussieht, von Nova. Und anscheinend hat Nova irgendetwas mit diesem Georgian da zu tun. Oh, naja, eigentlich... Es tut mir so leid, dass ich das als Geheimnis bewahrt habe. Ich bin eigentlich... What the hell? Sie ist die Tochter von Georgian. Bitte was? Oh mein Gott. Was? Infused in the power of Earth. What were you here? Aha, das wird erklären, warum der Stein auch die Energie der Erde etwas aufgenommen hat in sich. Aber warum bist du denn hier? Naja, das ist eine lange Geschichte. Verstehe. I was dreamed of the surface world ever since I was born. Okay, sie hat schon immer von der Oberfläche, Erdoberfläche geträumt, seit sie geboren ist. It's so dark and gloomy underground, weißt du, es ist, ja. Sie meinte halt, dass es unter der Oberfläche halt wirklich sehr finster und dunkel ist und, oh mein Gott, voll öde. Okay, ihr Vater wollte allerdings, dass sie irgendjemanden in der Unterwelt heiratet und meinte, dass sie dadurch glücklich wird. This is the office, whatever, so often, but it just kept becoming too much fun. Okay, sie hat dann eben dadurch angefangen, dann immer mal heimlich die Oberfläche zu besuchen. Es wurde immer mehr und es war einfach sehr spaßig hier oben und war toll. Seht ihr, was dangerous up here. Und ihr Vater meinte, also Georgian meinte zu ihr immer, dass es sehr, sehr gefährlich hier oben auf der Oberfläche ist. Das waren alles nur Lügen. Die Natur ist wunderschön. Die Menschen hier sind total nett. Und naja, eines Tages hat er alles herausgefunden. Also hat er herausgefunden, dass sie immer heimlich auf die zur Oberfläche geht. Huge storm thinking it would scare me. Okay, dann hat er einen riesigen, gefährlichen Sturm heraufbeschworen, in der Hoffnung, dass mir das Angst machen würde. Ein Sturm? Also meinst du... Ja,
Der riesige Sturm, der damals tobte, ja, wurde von meinem Vater heraufbeschworen. And ended up blowing the stone tablets away. Okay, und er hat allerdings die ganze Kraft unterschätzt und die ganzen Steinplatten weggeweht. Ja, und ohne die Platten hat das Lighthouse, der Leuchtturm aufgehört zu leuchten. Ja, und als Konsequenz daraus wurde die ganze, ja, Insel, so wie sie am Anfang war, verlassen und mit ganz vielen Ruinen und, ja, kennt die Geschichte, ja. Ended up sinking into the ocean, touching and would still be able to trap now, no. Okay. Selbst wenn die, selbst wenn die Insel irgendwann im Erdboden versinkt, im Meer versinkt, würde Georgian immer noch versuchen, sie unten festzuhalten, im Untergrund. It would be have worked out for him either way. Ja. Und egal, was auch immer passieren wird, es läuft alles zugunsten für Georgian. Also selbst wenn hier alles untergeht, die ganze Insel im Meer versinken sollte am Ende, was letzte Konsequenz wäre, müsste die Gute halt dann wieder in den Untergrund und wer würde quasi, ja, dort unten im Exil weiterleben. Oh, ich war so sauer. Egal, wie sehr er versucht, mich unten zu dazu zu bringen, unten zu bleiben. Egal wie sehr er mich unten bei sich haben will, er hätte nie so einen riesigen Sturm heraufbeschwören dürfen. That's why I took the stone table he had and run away from home. I wanted to find a way to fix this island again. Okay, deswegen hat sie die Steinplatte, die er hatte, mitgenommen und ist von zu Hause weggelaufen. Sie wollte eine Möglichkeit finden, diese Insel wieder in Ordnung zu bringen. Yeah, I guess he thought that he kept it here. That he kept the table. The panels would never work, but too bad for him, cause I got it. Okay, er dachte, wenn er halt eine Platte für sich behält, wenn er glaubt, dass er eine Platte behält, würde das alles nicht mehr funktionieren, weil natürlich eine Platte dann fehlt. Aber naja, da hat er sich wohl geirrt, denn ich habe diese eine Platte. Genau, okay, gut. Sehr holprig, aber wir kriegen es hin. Oh mein Gott. Es ist alles Georgians Schuld. Ich werde ihm nie vergeben, was er uns hier angetan hat. Ah ja, ja, nun denn. If he may have gone a little too far, but I'm sure Georgian was desperate to keep his little girl. Ja. Ich glaube, Georgian ist ein bisschen zu weit gegangen bei der ganzen Sache oder viel zu weit gegangen. Aber naja. Ich denke einfach nur, dass er sehr verzweifelt versucht hat, sein kleines Mädchen bei sich zu behalten. Ah, mir egal, was er gedacht hat. Boah, ich bin so sauer. At least now that he knows the reason, we are able to see a new ray of hope. Okay, da wir jetzt die ganzen Gründe für diese vergangenen Geschehnisse wissen, sind wir jetzt in der Lage, einen kleinen Funken der Hoffnung zu sehen. This table reacts to your presence. With means that if you were to give it an energy, it might work. Okay. Anscheinend hat sie auch so ein bisschen diese Unterweltenergie in sich. Und wir können ja mit ihr zusammen versuchen, die gesamte Energie in diese Steinplatte hineinzubringen. Ohne dass wir Georgian dafür konsultieren müssen. Of any ways to amplify your powers. Perhaps a spell or a special item, anything really. Okay, wir fragen sie, ob sie irgendwie die Möglichkeit hat, ihre Unterweltskraft einzusetzen. Can't think of anything off the top of my head right now. Sie hat keine Ahnung anscheinend, aber jetzt erinnert sie sich an etwas. Da gibt es einen Edelstein, ne, den ihr Vater hat. Er heißt Cyanokristall. Und ich glaube, sie kann ihn benutzen, um ihre eigene Kraft zu verstärken. Oh, das muss es sein. We must retrieve this young crystal once. Let's restore the final table to Slagos. Okay. Er quasi ruft jetzt dazu auf, dass wir an diesen komischen Kristall herankommen müssen.
Und halt, ja, logisch, dass sie dann ihre Kraft einsetzen kann und dass wir dann diese Platte wieder, dass wir die ganze Energie in diese Platte hineinpressen können und dann diese Platte dann dieses Panel ersetzen können und dann das Lighthouse wieder voll krass funktioniert. Ihr kennt ja die ganze Story. Ja, und die Frage ist aber halt, wie wir an diesen Cyanokristall herankommen. Wir müssen ihn da einfach nur klauen. Oder ihn einfach mit Kraft an uns reißen. Ja, oder wir tun uns borgen, während er schläft. Wie auch immer. Nun gut. Alle. Können wir uns nicht einfach eine viel friedlichere Methode überlegen? Schon wieder? Mit wem redet er denn? Achso, sie kann die ganzen Leute ja nicht sehen. Stimmt ja. We could talk to him until I'll dissolve if he could just lend us his power. But I know that won't happen. Okay, sie können ja wenigstens mal versuchen, mit ihm zu reden. If he could just lend us his power. I think we should just ask him if he can borrow the... Ja, er wird uns nicht die Kraft von sich leihen, aber wir können ja fragen, ob er uns diesen Cyanokristall ja mal leihen kann. Man kann einfach mal probieren zu fragen. Was soll man denn sonst tun? Oh nein, Yume. Wir haben ein riesiges Problem. Der letzte Stich da, Wirbeli, Wabeli, Wirbelische, Stormy, Wormy, Bubibu, hat die Brücke zur Unterwelt kaputt gemacht. Wir müssen sie Rabi reparieren. Ja, wie ich vor wenigen Folgen sagte, das wird storyrelevant sein, deswegen können wir sie jetzt noch nicht reparieren. Okay. Ich sollte meiner Aufgabe nachgehen, während Yume die Unterwelt besiegt. Besucht. Ja, wir müssen jetzt die Brücke reparieren. Und Edmund hat gerade davon geredet, dass er irgendwie seinen Teil machen soll, seinen Part erfüllen soll. Ich weiß gerade nicht genau, was er damit meint. Er sollte seine Aufgabe erledigen, während wir in der Unterwelt sind. Aber was ist seine Aufgabe? The road to the underworld kingdom, Mr. Old Bridge, non-lighthouse and the garden, no money, also need to repairing. Naja, jetzt sagt er uns, dass wir erstmal diese Brücke reparieren sollen und wir haben keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir gehen einfach mal hin und gucken, was passiert. Wir brauchen da bestimmt ein gewisses Set an verschiedenen Items. Wie es auch so oft der Fall ist. Sorry, ich sammle gerade noch ein paar Sachen ein. Haha, so bin ich, lol. Gut. Hi! Wir gucken mal, ne? Wir kriegen das alles hin. Aber hey, Nova ist die Tochter von dem alten Sack. Das ist ein bisschen pervers. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Oh mein Gott. Nun gut, komm, wir gehen jetzt einfach mal hin. Die Folge ist auch schon fast am Ende und ich hoffe, ich konnte das... Ja, also... Ich weiß, dass meine Übersetzungen sicherlich sehr holprig sind, aber ich hoffe, dass ihr das so im Groben alles versteht. Es ist halt eben immer schwierig, das alles so spontan und fly zu übersetzen, aber anders geht's nicht. Das Spiel gibt es leider momentan jedenfalls noch nicht auf Deutsch. Und dann müssen wir es halt auf Englisch spielen. So, hier ist die Brücke, die wir reparieren sollen. Oh, das geht sehr leicht. Ein bisschen Materialstein und ein bisschen Geld und dann haben wir denn das Zeug schon fertig. Krass. Okay. Ja, ne, warum nicht? Ich sehe gerade, der Tag hat eigentlich auch erst angefangen hier, ne? Ich wollte gerade sagen, so, jo, okay. Gehen wir wieder schlafen. Aber hey, das ist ja gerade erst noch morgens. So nicht mal um 9. Ja, okay, jetzt ist es um 9. Hey, cool. Gucken wir mal. Oh, da ist noch ein Pilz. Da muss ich mal gucken, wie ich den Tag jetzt hier noch gut für uns nutze. Brauche auf jeden Fall Geld. Ah, wir haben Montag. Sehr praktisch. Da kann ich ja mal direkt gucken, ob wir da eventuell wieder, ihr wisst schon, diese Special Moves machen können, um an Geld zu kommen. Die guten alten Geld-Special Moves. Hallo, Melanie. So, Gus, my friend. Take it, oh. Kannst du irgendwie einen Rubin mal machen? Ja, danke. Kaufen wir mal den Rubin, bekommen ein bisschen Geld und können dann noch mehr machen. So läuft das Game, ihr kennt es. Oh Mann. So, meine Freunde, unsere Freunde, Freunde von Harvest Moon. Ich würde dann aber sagen, wir beenden langsam diese Folge einmal.
Ja, ich werde jetzt zu Beginn der Folge jetzt auch ein bisschen offscreen dazwischen, wie ich Lust habe, wir werden gucken, ein bisschen was verkaufen und wieder von Gas schmieden lassen und wieder verkaufen. Ihr kennt das alles, hier ein bisschen Geld. Ich habe noch ein Crystal. Komm, den verkaufe ich auch. Fluorid verkaufe ich auch gleich, dass wir gleich ordentlich was zusammen haben. So, gut. Alles klar, das werde ich jetzt alles wieder bei Gas veredeln lassen und dann wieder verkaufen, veredeln lassen, verkaufen. Und dann werden wir hoffentlich wieder auf einen halbwegs passablen Kontostand kommen. Wir gucken mal. Okay, dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.